Immer wenn ich wieder zurückkomme, sind die neu gespawnt. Und dann stellen die sich auch noch so dämlich an. Guckt euch das mal an hier. Das ist doch kein Zeichen von Intelligenz. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Grounded in der Early Access. Hier war gerade am Ende der letzten Folge noch ein Spinnchen ins Nest gekrabbelt. Das Spinnchen scheint sein Nest direkt im oder unter dem Kopf vom der Actionfigur hier zu haben. Mir wurde gesagt, am Ende der letzten Folge, ich kriege diese Stöckchen, diese Stöcke, die ich brauche, von den Pusteblumen. Das heißt, ich muss Pusteblumen axten. Da müssen wir jetzt mal schauen. Ich gehe jetzt einfach mal hier runter, auch wenn das jetzt natürlich gefährlich erscheint. Wir bewegen uns mal zu einer Pusteblume hin. Hier ist eine Pusteblume direkt. Kann ich die umachsen? Dandelion, genau, das geht. Machen wir das doch mal gleich mal hier. Denn ich brauche die Stöckchen. Das dauert ganz schön lange, ey. Ich brauche diese Stöckchen. Jawohl. Damit ich mein Haus fertig bauen kann. Ihr habt mir auch noch einen Tipp gegeben, was mein Haus angeht. Also mein Haus ist insofern problematisch, weil ich wieder nur die Außenwände gebaut habe, aber gar keine richtigen Wände. Ja, also ich habe Außenwände gebaut, aber keine Innenwände. Ja, toll, jetzt kommt hier wieder die Armee der Mücken. Adababa, alababa. Nein, schmeiß das weg hier, komm. Ach du Scheiße, ey. Ich habe genau an der richtigen Stelle gebaut, aber so kriege ich immer Essen. Ich nehme mal hier meinen anderen Knüppel. Alter! Mach Sachen! Die sind aber auch mega blind, diese Mücken, ey. Nein, nicht mein Haus schlagen, um Gottes Willen! Sag mal, nun wird's denn nun bald hier? Hehe. Die sind One-Hit. Ich muss die mal auch mitnehmen. Ich brauch ja das Essen. Das ist ja mein Essen. Na, sag mal. Sehr gut. Requires a chopping tool. Ach, hör doch auf. Nein, bleibst du hier. Du blöder Knatsch. Okay, die nehmen wir auch noch mit. So, das ist leer. Oh, ich sehe Blätter, die sich bewegen. Geh mal schnell hier rein, bitte. Kommen die eigentlich über die Wand geflogen? Die kommen unter der Tür durch. Das ist ja nicht, ey. Ja, scheiße, hier kann ich die Nacht nicht überspringen. Ich muss zurück zu meinem Haus. Wo gehe ich denn da lang jetzt am besten? Wir müssen da lang. Gott, wir müssen durch Spinnenterritorium gehen. Okay, ihr habt mir gesagt, ich soll die Grasplatten mal analysieren. Die es hier so gibt. Ach du Scheiße, Spinne da hinten. Aber die läuft gerade in die andere Richtung. Ich laufe jetzt einfach erstmal weiter. Es wird gerade ein bisschen dunkel, deswegen versuche ich jetzt erstmal nur nach Hause zu kommen. Ohne zu sterben, möglichst. Und dann analysieren wir mal Zeug noch. Am nächsten Morgen dann. Warte mal. Ja, ich bin richtig. Ich muss zu meinem Haus das Knatfleisch grillen. Dann muss ich essen. Ja. Dann muss ich trinken. Ich muss nochmal das Pinktreckchen bedienen jetzt. Hier. Pinktreckchen, wir müssen mal schnell zum Pinktreckchen rüber. Schnell mal was trinken. Hier. Vielleicht. Naja, es ist glaube ich wieder noch so diese Zeit, 19 Uhr mäßig. Achso, das war's schon, okay. Ich glaube, wir können tatsächlich nochmal. Wir können tatsächlich nochmal schnell zu einer der Analysestationen rüber und da schnell nochmal einen Grashalm analysieren lassen. Denn dann kriege ich nämlich die Wände, mit denen ich eigentlich mein Haus bauen kann. Ja. Ich hänge mal das Gnattfleisch ran. Ich finde das doof, dass das nicht stackt, muss ich mal ganz ehrlich sagen. So, den Rest nehme ich jetzt einfach mal so mit. Hier war ja eine Analysestation direkt um die Ecke. Da müssen wir einfach nur mal schnell hinlaufen. Das ist ja da drüben, genau. Und dann steckt man da mal schnell so ein Wheatstem rein noch. Schauen wir mal und analysieren den mal. Und dann analysieren wir noch ein Grasplatten.
Genau, hier guck mal, Analyze. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Das kann man nämlich auch analysieren. Haha, siehst du, Sturdy Draw, Stemwall und Windowed Stemwall. Sauber. Das wollen wir haben, meine lieben Freunde. So, und jetzt schmeißen wir das hier weg. Und nehmen uns mal schnell noch so einen Halm hier und hauen den mal um. Also so ein Gras. Sauber. Und dann analysieren wir das auch gleich nochmal. Das sind immer die nützlichen Tipps, die ich so bekomme. Aber wer kommt denn auch auf die Idee, dass man das auch analysieren kann? Also ich hätte das nicht gedacht. Triangle Wall und Workbench kennen wir schon. Okay, geil. Das war jetzt nicht so ergiebig, muss ich leider sagen. Aber trotzdem natürlich gut, dass wir jetzt die Wände aus Stöckern halt erforscht haben. Das ist schon mal nice. Ganz wichtiger Tipp gewesen an der Stelle. Marienkäfer biegen auch Blätter und sind neutral zu dir. Ja, aber meistens ist es so, man erkennt, was es ist, erst wenn es zu spät ist. Und deswegen halte ich mich lieber von sich durchbiegenden Blättern schon mal grundsätzlich fern. Besser ist es. So, jetzt müssen wir schnell nochmal was reindrücken hier. Essen wir mal noch den Gnut Roast. Genau, Beef Jerky. Das ist alles Beef Jerky, genau. Das grill ich jetzt. Ich lasse das jetzt einfach mal an dem Grill dran. Gehe schlafen und guck mal, ob es dann noch da ist, beziehungsweise ob man es dann noch genießen kann. Vielleicht vergammelt es ja nicht, wenn es an der Stange dran hängt. Ist nur so eine Vermutung von meiner Seite aus. So, jetzt will ich mir gerade nochmal angucken. Was habe ich da jetzt freigeschaltet? Hier, das sind diese geilen Wände jetzt. Da brauche ich jetzt natürlich ganz viele von diesen Stems. Aber das scheint auf jeden Fall schon mal die stabilere Lösung zu sein, sagen wir es so. Das Fenster ist mir nur eine Idee zu groß, wenn ich ehrlich bin. Aber, oh, warte mal, was ist das denn hier? Oh, aus Spinnenseide kann ich einen Dew Collector machen. Was ist denn ein Dew Collector? Ist es so für Wasser? Für Tauwasser vielleicht? Dass dann das Tauwasser an den Spinnenseiden-Dings-Zeugs hängen bleibt? Da brauche ich Quarzit dafür, 8-mal. Hatte ich nicht Quarzit hier in eine von meinen Behältern reingepackt? Ja, hier. Ich glaube, wir müssen das andere Haus mal deutlich größer bauen. Ist nur so eine Vermutung. Und ich muss mir irgendwie was zu essen dann auch mitnehmen. Kann ich eigentlich schon schlafen? Nein, kann ich nicht. Natürlich ist es wieder 18 Uhr. Können wir noch irgendwas analysieren? Ach, warte mal, genau, die Spinnenseide. Oh, oh no. Sie hängt fest. Sieh mich nicht. Ich sag Spinnenseide und ich trigger gleich das Armageddon, ey, wenn ich das sage. Das hat sie gehört, dass ich das gesagt habe. Aber sie ist abgedreht. Glaube ich. Wie man sie aber auch nicht gehört hat, ne? Heftig. Ich gehe jetzt trotzdem nochmal voll abenteuerlich zu der Analysestation rüber. Alter Schwede, ey, wenn die so am Haus vorbeilaufen und dann auch noch die Gakelbeine so durchgakeln, das ist natürlich, das ist nicht so geil eigentlich so. So grob. Das ist schon ein bisschen ungeil. Hier nimm Spider-Silk, genau. Was? Basketball-Hoop? Ich kann einen Basketballkorb bauen jetzt. Geil. Ist nicht dein Ernst. Oh nein, es ist dunkel. Scheiße. Ich will wieder rein ins Haus. Also Haus. Aber man sieht schon, also es ist schon auf jeden Fall ein ganz guter Schutz so bis jetzt. Das Gebäude. Es ist jetzt so, dass die Viecher mich nicht sehen können auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Also die Frage ist, können die halt hier rein oder nicht, wenn sie mich gesehen haben? Kann ich jetzt schlafen? Immer noch nicht. Aber gleich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Eigentlich ist das nicht richtig dargestellt, dass die Spinnen da durch die Gegend streifen. Das sind größtenteils Lauerjäger. Die bewegen sich oft stundenlang nicht. Ja gut, es braucht ja auch irgendwie einen Gegner, der einen auch so ein bisschen jagt halt. Ne, es ist halt schon... Es ist plausibel im Kontext des Spiels. Sagen wir es so. Es ist jetzt vielleicht nicht wissenschaftlich korrekt. Aber welches Spiel ist denn schon wissenschaftlich korrekt, ja? Ich finde es halt gut, dass es auch jagende Spinnen gibt, auf jeden Fall. So, jetzt kann ich schlafen.
Machen wir das mal. So, jetzt haben wir die Aufgabe, diese Stöckchen hier mitzunehmen am besten. Ich hole mir jetzt schon mal diese Stöckchen und trage die mal rüber zur Baustelle. Hier hatten wir ja auch noch ein paar zu liegen. Die schleppe ich dann jetzt einfach erstmal rüber. Würde ich sagen. Man denkt immer, da liegen welche, aber das sind nur so unbrauchbare Stöcker. Ich glaube, da hinten bei der Baustelle, da gibt es tatsächlich gar nicht so viele Stöcker. Hier, nimm das mal alles mit, genau. 3 Stück haben wir jetzt. Schon mal gar nicht so schlecht. Und dann muss ich meine Wände, die ich jetzt mühsam aufgebaut habe, wieder abreißen. Es gibt auch irgendwie so einen Schlitten, den man bauen kann. Da kann man, da ist wie bei The Forest, da kannst du dann die Stöcke reinwerfen und dann hin und her schieben. Die Sachen, die du analysieren kannst, haben einen roten Punkt, okay? Die ist wieder auf dem Weg zu meinem Haus. Ich glaube, ich gehe mal hier lang. Und vielleicht mal hier hoch, dass ich sehen kann, wo sie lang geht. Oh Gott, ja. Sie ist an meinem Haus. Die streifen hier noch durch die Gegend, die Hässlichkeiten. Dann gehe ich mal am Pink-Treckchen vorbei. Ne, ich brauche auch wieder was. Ach halt, jetzt habe ich es knapp vergessen. Scheiße. Ah, egal, ich trinke jetzt hier erstmal das. Schön austrinken, genau. Jetzt, Moment, ich gehe nochmal zurück zu meinem Haus. Ich muss das knapp noch essen. Ich würde noch gucken, genau, ob das jetzt brauchbar ist oder nicht, wenn das da noch dran klebt. Hey, das sieht gut aus. Ah nein, es ist spoiled. Ich werde wahnsinnig, ey. Ich raste aus. Warum spoilt denn die Scheiße so schnell? Mann, drop. Dann stackt es nicht mal, wenn es gespoilt ist. Gammelfleisch. Und ich krieg immer mehr von diesem Futz. Ich muss dieses Futz loswerden hier. Dieses blöde Futz. Das macht mir mein Inventar voll. Wir müssen mal eine Kochstelle bei der neuen Location aufstellen. Dass wir da ein bisschen was braten können auch. Ich nehme mal hier noch Pilze mit. Dann kann ich die wenigstens essen. Okay, jetzt vorsichtig durchs Unterholz. Hier sind Spinnen unterwegs. Laufe ich richtig? Hier müssen wir hin. Ich laufe grob richtig. Analysieren Sie das Futz. Kann ich das auch analysieren? Habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Hatte das auch einen roten Punkt? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich habe hier so viele Sachen, die ich gerade auf dem Zettel halten muss. Es tut mir leid, dass ich nicht alles berücksichtige. Ich glaube, hier müssen wir wieder sehr aufpassen. Hier ist, glaube ich, hier ist die Cola-Dose links. Oh ja, yeah, hier müssen wir sehr aufpassen. Sowas von. Das Futz soll ich analysieren. Hatten wir das nicht schon analysiert? Ich meine, hatten wir das nicht schon gemacht? Das Futz? Ich weiß es nicht mehr. Schnell weg von der Cola-Dose. Cola-Dose ist gefährlich, habe ich gehört. Cola-Dose ist eine Sackgasse. Da kann man ganz schnell mal... Ja, genau. Seht ihr das? Ah, die ist mir auf dem Fersen. Scheiße, habt ihr das gesehen? Die ist da... Oh, die ist genau da, Alter. Schmeiß mal hier das hin. So, wie mache ich denn das jetzt eigentlich? Oh, no. Nicht die wieder hier. Na nun. Warum kann ich jetzt nicht schlagen? Was ist das? Gott. Okay. Abgewehrt. Da hat der Spielbär sich umgekehrt und mit dem Schweif die Fliege abgewehrt. Haha. So, Moment, jetzt muss ich mal überlegen. Ich reiße jetzt mal hier die eine Wand ab. Recycle. Und dann mache ich mal B und dann mache ich mal Wand und dann mache... Ach, guck mal, hier kann ich ja unterschiedliche Reiter jetzt aufrufen. Ja, da brauchst du ja 3 Dinger pro Wand, ey. Nicht schlecht. Das heißt, wir müssen mehr Stämmchen suchen. Oder ich brauche eine geilere Axt. Warte mal. Oh, warte mal. Das nehmen wir mal hier raus. Ich glaube, ich brauche eine geilere Axt, damit ich hier die... Damit ich die Stämme benutzen kann. Das wäre eigentlich mal schlau. Wie mache ich denn eine geilere Axt? Bestimmt an der Werkbank. Kann das sein? Mann, hier. Oder kann ich die so aufrüsten? Warte mal. Tools. Pebblet-Axt. Nee, das ist ja Stufe 1.
Vielleicht habe ich die Peplets eigentlich schon analysiert. Also diese geilen. Hier die Quarzite, da habe ich die eigentlich schon analysiert. Ne, die habe ich noch nicht analysiert, oder? Ich muss noch mal zurück zur Base, glaube ich. Oh oh. Boah, wie sie lauert. Heftig. Ich renne mal, ne? In einem großen Bogen renne ich mal. Ja, nein. Bongo da bongo da bongo bongo. Bongo da bongo. Ah! Lauf! Boah, ich schwitze am ganzen Körper bei der Rennerei, ey. Tja, aber. Wenn ich jetzt sage, das läuft, meine lieben Freunde, dann wisst ihr, dass ich nicht nur das Spielgeschehen damit meine. Da meine ich noch ein paar andere Sachen, die hier laufen. Ah, mein Haus, sehr gut. Okay, Moment, jetzt müssen wir mal schnell ein paar Sachen da rausholen und mal zur Analysestation damit gehen, glaube ich. What? Ich habe gerade Fußball mit dem Knatt gespielt, glaube ich. Also, was haben wir denn hier? Peplets haben wir, glaube ich, schon. Ja, hier, guck mal, das habe ich noch nicht analysiert. Ich professioneller Mensch, ich. Und das hier haben wir auch noch nicht analysiert. Alles, was einen roten Punkt hat. Den Futz haben wir schon. Den Futz habe ich schon gefutzt. Den habe ich schon weggefutzt. Da ist schon nichts mehr zum Futzen. Fuzzicato ist da schon, meine lieben Freunde. Fuzzicato. Und ab geht die Fuzzi. So, jetzt pass mal auf hier. Jetzt stecken wir das mal ganz tief hier in den Analysator rein. Analyze. Okay, nichts Neues gelernt. Und hiermit? Was eine Lure Trap. Das klingt wie eine Falle, die Tiere anlockt. Bestimmt kann ich damit die Blattläuse anlocken und dann kann ich die bestimmt essen, garantiert. Es ist garantiert sowas. Ach, krass, was man alles schon machen kann, ey. Das ist schon ein bisschen geil. Ein kleines bisschen geil ist das schon, was man so machen kann. Ich gehe mal rüber zum Pink-Träckchen und trinke mal noch ein Schlückchen. Da ist bestimmt wieder was da. Mach eine Kuschelfliege mit Dadur, verlierst du Futz. Ja, Futz, Futz, Futz. Futz kann ich auch wegschmeißen zur Not. Alles ausgetrunken jetzt. Wie ein echter Gierschlund. Rein mit den Pilzen. Schlimmer als die Brustelsprossen von der Mutter. Genau. Unglaublich. Da lang. Ach halt, Moment. Ich kann ja gleich noch Pusteblumenhalme mitnehmen. Ach nein, Moment, halt. Sekunde. Nee, ich muss nochmal zurück. Ich wollte auch nochmal gucken an der Werkbank, ob ich da vielleicht die Axt verbessern kann. Ich brauche eine Stufe 2 Axt. Geht das hier vielleicht zufällig? Requires. Ich will die upgraden. Craft und equip. Repair Tools. Spiky's Brick. Nee, ich glaube, da muss ich vorher noch ein Rezept bekommen. Das war, glaube ich, beim Roboter kriege ich das, glaube ich. Hier beim Burglar. Ich kann mich dunkel erinnern, dass es so ist. Egal, ich schaue jetzt hier einfach das um. Jawoll. Alter, wie es knallt. So, jetzt schnell weg. Kann ich das noch mitnehmen? Jawoll, Alter, was ich alles tragen kann, ey. Ich bin der Arnold Schwarzenegger der Nerds, ey. Ohne Witz. Ich kann hier so 5 Stämme übereinander stapeln, weißt du? Und zuck nicht mal mit der Wimper dabei hier. Hasta la vista, Baby. Spinne? Oh yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Badabadabab. Toll, jetzt muss ich an der scheiß Spinne mal jedes Mal vorbei, wenn ich hier Material hin und her transportieren will. Ungut. Weevil, ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Ich gehe mal hier an dem Ding vorbei, das scheint relativ safe zu sein.
Ach, guck mal, da unten rechts steht's ja. 6 von 6 kann ich tragen. Also genau eine... Einen gefällten Stamm quasi kann ich tragen. Ich werde hier noch irgendwann... Ich sehe auch rechts gar nichts. Ich werde hier irgendwann so hart in die Spinnen reinrennen. Ey, ich weiß das. Ich weiß das schon. Ich ahn das schon. Ich hab's geschafft. Okay, das haben wir. So, warte. Jetzt machen wir jetzt zunächst gleich mal das hier neu. Ich finde das auch lustig, wie die Sachen dann da einfach rauskommen, die man da vorher benutzt hat zum Bauen. Warte. Ich will eine Tür bauen, genau. Gib mir das. Ist es jetzt richtig rum? Ich habe keine Ahnung. Ich platziere das jetzt einfach. So, warte. Was fehlt? Okay, die Dinger. Die können wir ja selber herstellen, schnell. Genau. Bam. Okay, die Tür geht nach innen auf. Ja, egal. Ist, glaube ich, besser, wenn man schnell rein muss, wenn die Tür nach innen aufgeht. Anstatt, dass man sie ins Gesicht bekommt oder so. So, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, das sind jetzt die richtigen Wände, ey. Ich weiß es nicht. Ich probiere jetzt mal. Kann ich die stapeln? Übereinander? Ja, kann ich. Okay. Das scheint zu funktionieren. Dann mach doch mal noch die Wand hier weg. Aus den Blattdingern müssen wir mal gucken, was wir dann da bauen. So. Ich dachte gerade, ich hätte irgendwas gesehen. Und schon wieder sind die Stämmchen alle. Shit. Okay, Pusteblume. Da ist eine, direkt da drüben. Aber die ist direkt neben der Colaflasche. Und da ist direkt, ihr wisst, was da direkt auch ist. Bei der Cola-Dose sind die Pusteblumen. Okay, ich muss vorsichtig sein, wenn ich da hingehe. Weevil ist auch gerade da. Ah, da hinten wackelt es schon. Das gefällt mir gar nicht. Ich muss vielleicht lieber doch ein bisschen weiter weggehen noch. Oder die Spinne töten. Aber das ist natürlich auch eine ganz schöne Ansage auf jeden Fall. Warum kann denn hier nicht mal eine Pusteblume wachsen? Diese blöden Spinnen, warum sind die immer in der Nähe der Pusteblumen? Wenn ich doch nur nach oben käme. Oder eine Stufe 2 Axt hätte. Weißt du was, wir gehen jetzt mal schnell noch zum Burglar rüber. Wir haben jetzt ja ein paar Punkte gesammelt. Wir haben jetzt ja ein paar Punkte gesammelt. Das heißt, wir können jetzt ja an sich... Können wir jetzt ja bestimmt wieder was freischalten. Bestimmt kriege ich dann die besseren Werkzeuge. Trinken! Ja, Bongo Hongo, Bongo de Bongo, Bongo Bongo. Bongo Hongo, Bongo de Bongo, Bongo Bongo. Ich gehe mal lieber hier rüber. Hier rauf. Ich glaube, da kommen die Spinnen nicht so hoch. Was auch... Das ist ja auch unrealistisch eigentlich, ne? Dass die Spinnen nicht in der Lage sind, die ganzen Hindernisse zu erklimmen. Oder mal einfach über meine mickrige Mauer hier rüberklettern können, die ich hier in meiner Base habe. Das ist ja eigentlich maximal unrealistisch. Das dürfte ja so eigentlich nicht sein. Hier könnten wir noch ein paar Nussschalen mitnehmen an sich. Wenn wir schon mal hier sind. Spinne? Ich glaube, die Spinne ist gerade unterwegs. Ich meine, ich bin jetzt froh darüber, ja? Also eigentlich ist es ja gut, dass sie hier nicht hochkommen, ja? Ich will mich jetzt da auch nicht beschweren oder so. Ich habe ja da, was das angeht, eigentlich ein mega Schwein, dass das so ist. So, ich muss schnell rein. Die Spinne ist unterwegs. Die gehen nämlich immer bis hier ran an den Eingang. So, dann gucken wir mal, was Burglar hat, wa? Vielleicht hat er ja wieder was Neues jetzt. Ich habe ja eins von seinen Schnauzbärtchen gefunden. Könnte also sein, dass er durchaus wieder mal eine Technologie für mich hat. Hallo Burglar. It is nice to see a friendly face around here. Do you have any work for me? I'll trade you some raw science here. If you have any extra raw science, I'd be happy to. Genau, was haben wir denn? Torch Upgrade, Fortified Bases. Ach, guck mal hier.
Ist da ein Weevil in der Base? Ich glaube, da ist ein Weevil in der Base. A Torch, das... Nee, warte mal, das ist ja... Das kennen wir ja schon eigentlich. Sturdy Wall. Okay, das kann ich mir alles gar nicht leisten. Nee. Was ist denn das für ein komischer Schnauzbart, den ich da aufgesammelt habe eigentlich? Wo ist denn hier ein Weevil? Irgendwo ist hier ein Weevil. Ist der hier draußen? Ist hier unten irgendwo, glaube ich. Ich glaube, der hat sich ganz hart verlaufen. Da drüben wäre noch Science. Warte mal. Das holen wir uns doch gleich mal, würde ich sagen. Gib mir das. 100 Gummipunkte, jawohl. Kann man, glaube ich, nicht genug haben hier. Nützt aber nichts. Ist immer noch nicht genug, was wir haben. Müssen wir noch fleißiger sein. Aber da war jetzt keine Axtstufe 2 gewesen. Hol dir gleich noch zwei Quests. Ja, das ist wohl richtig. Hier könnte ich Anna... Warte mal. Nee. Ich wollte gerade sagen, ich habe keine Anna. Analyse. Do you have any work for me? Alchemist. Berry Chunk. Analysiere Berry Chunk. Berry Chunk? Das sind die Blaubeeren, wa? Die wir schon mal gefunden haben. Rake Rock Point. Complete Marker at Rake Rock Point. Wo zum Teufel das auch immer ist. Keine Ahnung. Okay, wir haben drei Quests jetzt wieder. Sauber. Nice, nice, nice. So, jetzt hoffe ich, wäre ich nicht gleich gefressen, wenn ich hier rausgehe. Merkwürdige Geräusche hier unten. Spinne. Geh mal lieber gleich so möglichst weit nach oben. Okay, Spinne ist da hinten und scheint beschäftigt zu sein. Das ist schon mal gut. Einfach hier nach oben und einfach weg. Okay, das war jetzt nicht ganz so erfolgreich, aber immerhin, wir haben Quests bekommen. So, jetzt will ich gleich mal gucken. Ich würde gerne hier jetzt noch ein paar Eicheln mitnehmen. Ohne dabei zu sterben. Holen wir uns die mal hier. Ach nee, stimmt. Scheiße, ist doch falsch. Ja, nice. Ich finde das ein bisschen unrealistisch, dass eine Eichel nur eine Hälfte gibt irgendwie. Ich will mehr Eichel. Ich denke immer, irgendwas läuft auf mich zu, ey. Ohne Scheiß. Ja, das sind die Ameisen. Warte. Das ist mein Essen. So, warte, dann holen wir uns gleich noch. Dann holen wir uns hier gleich noch ein paar Ästchen und Stämmchen. Kann ich das eigentlich hier direkt vom Blatt nehmen? Ja, guck mal, das geht. Geil. Pusteblume, Pusteblume. Wo ist eine Pusteblume? Pusteblume. Pusteblume ist da. Ist das da, wo die Cola-Dose ist? Nee, ist es nicht. Das ist weiter links. Okay, ich gehe mal dahin. Vielleicht ist ja da ein bisschen chilliger mit Einsammeln. Mal gucken. Jetzt habe ich ja mal Glück. Dann kann ich gleich wieder 6 Stämmchen zur Baustelle mitnehmen. Ist es nicht so schon hier? Ja, hier, guck mal, hier ist er doch schon. Dandelion. Komm. Wo ist es? Da. Ach du Scheiße, Spinne, Spinne, Spinne. Glaube ich. Ja, Spinne. Ich glaube, sie hat mich gesehen. Aber ich glaube, ich habe Schwein gehabt. Da hat sie sich mal angekündigt. Krass. Laufe ich überhaupt richtig? Semi. Ich muss eigentlich mehr so darüber. Erstmal zum Wasser irgendwie. Alter. Diese scheiß Läuse. Nein, ich laufe falsch. Muss da lang. Bongo, Bongo. Warum kann ich nicht rennen? Ah! Wasser, da ist Wasser.
Bongo, da Bongo, da Bongo, 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 Bongo. Wo bin ich denn jetzt hier? Warte mal, ich habe voll den Überblick verloren gerade. Da drüben muss ich hin, oder? Da ist mein Haus. Hier ist der Battletoad. Oh, Gott sei Dank. Okay. Yes! Schmeiß mal das mal schnell hin. Nein! Not euer Ernst. Lasst mich doch. Na, was ist das? Die fliegen alle. Ah! Können die eigentlich Schaden machen an dem Haus? Nee, oder? Weevil, du musst mir mal ein bisschen zur Hand gehen hier. Oh Gott! Das Fliegenhaus. Oh nein, greifen die Weevil an? Au. Hässliches Mistvieh. Scheiße. Mann, wie viele Weevils kommen denn hier lang? Jetzt, da. Stirb, halt. Komm her. Lass. Greif mich an. Bin mir langsam nicht mal mehr so sicher, ob das so eine gute Idee war, hier zu bauen, ehrlich gesagt, mit diesen ganzen hässlichen Flügen. Immer wenn ich wieder zurückkomme, sind die neu gespawnt. Und dann stellen die sich auch noch so dämlich an. Guckt euch das mal an hier. Das ist doch kein Zeichen von Intelligenz. Aber ich treffe sie auch nicht. Scheiße. Na, geh weg von meinem... Diese abhauen. Ja, genau, schleicht euch. Keiner mag euch. Kackviecher. Ich muss das Gnatt mitnehmen. Nein, mein Inventory ist full. Krass, man kann auch beides nehmen gleichzeitig. Man kann Gras und Stämmchen nehmen. Ja, zwei auf einen Streich. Sauber, okay. Ja, dann fehlen ja nur noch zwei Wände eigentlich. Okay, ich gehe aber wieder zurück zur Hauptbase, würde ich sagen. Better than starving, ja, ich glaube, ich gehe zurück zur Hauptbase lieber. Kann ich es mir leisten, hier so mal einmal so querbeet durchzulaufen? Oder sollte ich... Nee, ich gehe lieber den langen Weg. Ich gehe lieber einmal den langen Weg, einmal durch. Die machen keinen Schaden, die nerven nur. Ja, ist doch schlimm genug, dass sie nerven. Will die trotzdem weg haben. Hallo? Das ist nervt, wenn so 500 Mücken um einen rum stehen und einen begeifern. Muss doch nicht sein. Ich glaube, ich brauche da mal so eine Falle. So eine Lure-Trap. Ja. Materialbeschaffung ist auf jeden Fall nicht einfach, meine lieben Freunde, für diese großen Bauprojekte, die wir hier haben. Da muss man schon ganz schön lange für stricken, das kann ich schon mal sagen jetzt. Also das ist nicht mal so eben aus dem Handgelenk gemacht, was wir hier vorhaben. Auf jeden Fall bin ich wieder zu Hause, das ist schon mal gut. Kann ich hier irgendwas kochen? Nee, ich habe nichts dabei, was ich kochen kann. Scheiße. Ich leg mal ein paar Sachen weg. Ich leg mal das weg, ich leg mal das weg, ich leg mal das weg, ich leg mal das weg. Ich kriege auch immer mehr Futz. Ah, das hier kann ich auch essen. Warte mal, kann ich das kochen? Nee, das kann ich nicht kochen. Aber essen kann ich das. Schmeckt nicht besonders gut, ja, aber man kann es essen. Es füllt auch ganz gut die Nahrung wieder auf. Es ist aber noch nicht so... Nee, es ist wieder 18.40 Uhr. Okay, warte. Was brauche ich eigentlich nochmal? Warte mal, was brauche ich eigentlich nochmal für ein Bett? Zum Nachtüberspringen. Kann man sich eigentlich ein richtiges Bett bauen auch? Oder muss man immer in dieses komische Ding hier rein? Was ist das hier eigentlich? Fallen, genau, das sind Fallen. Ah, das ist diese Blütenfalle, guckt mal. Aber vielleicht sollte ich die mir nicht in die Base stellen. Ich weiß nicht, wie krass die das anlockt. Spike Trip ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, um Spinnen abzuwehren.
Ja, ich glaube, ich muss mal an der anderen Base so ein Lean-To bauen. Da brauche ich ja auch eigentlich nur Coverleaf und Sprig. Dann kann ich da zumindest schon mal die Nacht überspringen. Wäre vielleicht jetzt erstmal keine so schlechte Idee. Und ich habe ja das Zeug dabei eigentlich. Okay, lasst uns mal einen Plan machen. Was brauche ich denn hierfür eigentlich? Zwei Peplets und Graschunks. Das haben wir doch auch an der anderen Base ganz easy. Das können wir auch mal machen eigentlich. Und ich brauche mehr Woven Fiber. Das kann ich gleich direkt in Angriff nehmen eigentlich. Das kann ich machen. Ich brauche dazu ja nur ein bisschen Fiber. Fiber, Fiber. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht geschneckt werde hier. Ich glaube, ich weiß nicht. Oder hatte ich hier noch Fiber drin? Nee. Scheiße. Ich habe nur vier Fiber. Da kann ich ja nicht viel mit anfangen, ne? Da geht ja wieder nicht so viel. Da geht ja nur. Ja, das war's schon, glaube ich. Ja, einmal kann ich hier craften. Hervorragend. Okay. Peplets hatten wir ja hier noch drin. Also zumindest einen. So. Warte mal, die Blütenblätter lege ich jetzt auch mal weg hier. Kann ich es riskieren, nochmal rauszugehen? Um hier nochmal Zeug zu sammeln jetzt. Wenn man hier ist noch ein Peplet, den nehmen wir mal noch. Es ist halt krass, dass man dann doch einen ganz schönen Progress hat an der Stelle. Dass man eben nicht sofort alles bauen kann und so, dass man eben schon auch ein bisschen braucht, um die Sachen dann auch zu bekommen. Eben zum Beispiel das bessere Werkzeug und so. Finde ich eigentlich nicht schlecht, muss ich mal ganz ehrlich sagen, weil das erhöht die Spielzeit und auch den Erkundungsdrang auch so ein bisschen. Man wird quasi mit den Dingen belohnt, die man finden und verbessern kann. Das finde ich eigentlich ganz nice. Und da gibt es ja scheinbar doch noch einiges. Also wir haben ja scheinbar immer noch nicht alles. Wenn ich mir da angucke, was Burglar so hat. An der Stelle ist diese Folge Grounded auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos nicht nur zu Grounded, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Grounded. Bis dann, ciao, ciao.